So, da sind wir wieder. Problem ist gefixt. Ein RAM-Speicher saß nicht ganz da drin, wo er hätte drin sitzen sollen. Also haben wir das mal eben geändert und jetzt klappt das alles wieder. Und sollte jetzt auch wesentlich besser laufen, auch von den Frames her. Ich habe es jetzt auf 62 gecapped. Es wundert mich natürlich dann nicht, wenn der durchgehend bei 80-90% Auslastung ist bei einem Spiel, plus dann noch OBS im Hintergrund und wie heißt es denn jetzt? Brave heißt mein Browser. Ich habe kein Google Chrome oder wie sich das Ganze da schimpft, da oder sonst irgendwie die Dinger. Ich habe einen Brave Browser und deswegen ist das bei mir ein bisschen anders. Und ich habe auch gesehen, dass ein Lüfter nicht angeschlossen war. Das habe ich auch mal eben gefixt. Jetzt sollte das eigentlich ein bisschen besser laufen. Die CPU nimmt ja auch ordentlich auf hier. Und sollte dann jetzt besser gehen. Also ich denke, dass auch meine HDD-Festplatte vielleicht so langsam den Geist aufgibt. Deswegen habe ich mir jetzt da auch mal eine neue geordert. Das ist halt das, was ich gerade gesagt habe in dem Video, ne? Also Sachen, die halt durchgehende Kosten sind, wie zum Beispiel jetzt das, ich brauche eine neue Festplatte, kostet mich mal 200 Euro. Arbeitsspeicher upgraden kostet 150 Euro. Das sind wir schon bei fast 400 Euro mit Port und Versand. Also das ist schon relativ teuer. Wenn du natürlich dann so die Möglichkeit hast, wie ne, diesen Donation-Button, wo du dann sagst, okay, komm, weißt du was, ich kann darauf zurückgreifen, ja, weil ich diese Möglichkeit dann auch habe, dann ist das natürlich nicht schlecht. Ja, dann ist das schon ganz gut eigentlich. Aber dann müsste man natürlich auch Leute haben, die auch mal sagen, komm, ich lasse dir mal was da oder so, ne? Geh mal im Schlafen. Das wäre natürlich dann auch nicht schlecht in dem Fall. Jetzt, wie sieht das aus mit Sprit? Ja, Sprit passt eigentlich. Das sollte passen. Dann kann ich auch gleich mal kurz die Aufnahme nochmal umstellen, weil ich glaube, mit dem, was ich jetzt drin habe, frisst er zu viel von dem Speicher. Also zu viel von der Festplatte. Ach, Festplatte, da ist schon die Grafikkarte zu weit am Anschlag. Weiß nicht, ob das für die GPU dann etwas angenehmer ist. Ich liege da bei 80% Auslastung. 75. 78, 76, ja, das geht wieder runter so ein bisschen. Das läuft eigentlich wieder. Also ich glaube, das ist denen relativ egal gerade, wie viel er nehmen soll. Weil ich denke, dass das mit dem anderen gerade etwas einfacher war. Verstehe auch nicht, warum ich so wenig FPS zwischendurch habe. Es können natürlich auch mit dem Spiel liegen, ne? Das ist natürlich klar. Das Einzige, was gerade so ein bisschen ausgelastet ist, die GPU, aber die geht gerade runter von der Prozentzahl. Also das ist gar nicht so schlecht. Oder habe ich hier irgendwas in Ohren, in Dingens hier drin, Grafik, dass er da irgendwas geändert hat, dass er da so ein bisschen Leistung frisst. Machen wir Standard 60 Hertz, Ultra, ja, das sollte passen. Gucken, ob das jetzt besser ist. Ich habe noch kein Bild. Ah, jetzt, ja, passt. Kann auch sein, dass es daran liegt, dass er versucht, auf die 165 Hertz zu kommen. Dass er dann so ein bisschen streikt. Ja, ist doch, guck mal, wesentlich besser. Wesentlich besser. Ja. Jetzt läuft das auch wieder mit den 60 FPS. 60 FPS flüssig. Ja, das funktioniert ganz gut. Und aufnahmetechnisch, da brauche ich, glaube ich, nicht viel ändern. Das ist dem, glaube ich, relativ Latte wie Hose. Ich lasse es jetzt aber so drin, wie ich es jetzt drin habe. Das sollte reichen für die AV1-Aufnahmen, die ich habe. Weil man braucht nicht so viel. Man braucht nicht so eine hohe Bitrate. Man kann mit einer relativ geringen Bitrate kann man eine sehr gute Qualität erzählen. Das ist halt das Schöne daran. Das finde ich gar nicht so schlecht. Sollte sich das gleich alles ein wenig einpendeln. Aber auch ProMods frisst auch sehr viel. Ne? Also das ist sehr FPS-hungrig, würde ich so ein bisschen behaupten. Müssen wir nochmal gucken. Ja. Was soll ich jetzt noch erzählen? Ich habe jetzt. Doch, lass mich überlegen. Wir könnten. Also ein bisschen über die Projekte schnacken, die jetzt fertig geworden sind. Also Mad Games ist ja jetzt durch erstmal. Die erste Season, wir sind ja pleite gegangen. Die zweite versuchen wir dann auf Legendär zu spielen. Wann das jetzt kommt, weiß ich noch nicht. Da werde ich gucken. Ich werde jetzt, denke mal, nächsten Monat im August, wenn wir damit anfangen, zweite Season zu machen. Bis dahin sollte ich dann Slot frei haben. Ich bin auch überlegen, ob wir vielleicht das so machen, dass wir 2-2-1 machen. Das heißt, zwei Projekte, also zwei Tage, also Montag, Dienstag, WoW. Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Mad Games. Freitag, Samstag Star Wars, Sonntag Euro Truck Simulator als Beispiel. Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, das so zu drehen.
wäre zumindest eine Möglichkeit, das Ganze so zu machen. Alternative wäre natürlich dann zu sagen, lass uns ja, die Projekte, die wir jetzt fertig haben, beenden. Und das ist eigentlich jetzt noch Atomic Hearts, was relativ weit fortgeschritten ist. Dann haben wir zum Beispiel noch viele andere Projekte unter anderem. Wie zum Beispiel Expedition Rom. Steel Rising würde ich neu anfangen, das zählt jetzt nicht mehr. Star Wars Fallen Order heißt das ja, glaube ich, der erste Teil. Der ist durch, den habe ich jetzt gestern abgeschlossen, der ist fertig. Das heißt, wir fangen nächste Woche dann damit den zweiten dann an. Die überlegen wir natürlich echt zu sagen, dass wir 2-2 machen. Also, dass ich dann versuche, nächste Woche Atomic Hearts noch durchzuspielen. Da würde ich mir aber dann die Komplettlösung raussuchen, damit ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich bin auch schon überlegen zu sagen, dass ich spiele nur noch auf normal und ich höre Spiele, einfach um das Spiel durchzubekommen, mich jetzt nicht irgendwie dann aufzuregen und zu sagen, boah, Alter, ich komme hier nicht weiter. Das geht mir dann doch irgendwie ein bisschen auf den Piss, weil ich dann nicht weiterkomme. Weil ich muss sagen, bei Star Wars, die Kampfsteuerung, ich bin da kein Freund von dem ersten Teil. Also ich bin froh, dass ich es durch habe. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe nachher, nach dem Kampf gegen einen Boss, nachdem ich jetzt 3 Tries drin hatte und ich keine Möglichkeit hatte, teilweise auszuweichen, zu blocken oder sonst irgendwas, habe ich dann gesagt, komm, ich stelle den Schwierigkeitsgrad runter, ich will nur noch durchspielen. Und das werde ich auch in Zukunft so beibehalten, dass wenn ich Spiele habe, wo ich merke, ich komme hier nicht voran, das dauert mir einfach zu lange. Vielleicht hat das auch so ein bisschen mit zu tun, du bist ein bisschen zu ungeduldig, ne? Muss man nicht unbedingt machen, ja, aber ich habe die Zeit einfach nicht. Wenn du halt viel aufnimmst, willst du einfach immer nur noch durch und Story zeigen. Dragon Age werden wir, ich glaube, das DLC-Part, den werden wir, glaube ich, vom ersten Teil alle auf leicht spielen, also das ist darin, dass wir einfach durchkommen. Weil selbst auf normal, da hatte ich solche Schwierigkeiten teilweise, wo ich mir denke, what the fuck einfach, warum ist das dann so? Du regst dich dann immer wieder auf, wo ich dann sage, knick dich ins Knie und ne, wo du so denkst, Alter, das könnten auch irgendwelche Leute gucken, die vielleicht Kinder gerade dabei haben, und du sagst so solche Dinger. Ja, meine Videos sind halt nicht jugendfrei. Ja, und ich habe auch schon jemanden gesagt, der das guckt, guck es bitte ohne dein Kind, weil das sind Wörter, wo ich sage, das kannst du dem nicht, nee, das geht nicht. Mach das bitte nicht. Ja, deswegen habe ich da schon gesagt, das will ich dann so vielleicht weglassen, dass man dann so in die Richtung geht oder so und sagt, nee, lass das mal lieber, weil das ist dann doch so, ne? Ja, deswegen bin ich da, ja, ich weiß auch nicht, also ich habe den Nerv auch irgendwie nicht dafür. Früher habe ich Spiele gerne auf hohen Schwierigkeitsgraden gespielt. Ich habe Spiele gerne durchgespielt. Wenn du es einmal durchgespielt hast und es hat dir Bock gemacht, dass du es nochmal gespielt hast, ne? Aber ich verstehe immer nicht, warum die FPS so scheiße hier gerade ist. Irgendwas bremst mein PC gerade hier aus, habe ich so das Gefühl. Ich muss nochmal kurz gucken, was hier noch falsch ist, warte. So, lass mich kurz gucken, wenn ich das hatte, das wieder umgestellt hier. Mal das reingucken, ob das dann ein bisschen läuft. Aber ich glaube, ne, es ist kein Unterschied. Ja, dann ist das vom Spiel selber gerade. Ist das Spiel gerade selber. Traurigerweise fahre ich hier gerade mit 50 FPS durch die Gegend. Das ist so traurig. Ja, was soll ich sonst noch dazu sagen? Es ist halt, ja. Also früher habe ich das gerne gemacht. Ich spiele auf hohen Schwierigkeitsgraden gespielt. Ich habe auch viel WoW gespielt. Das mache ich jetzt auch nicht mehr allzu viel. Also wenn ich jetzt so gucke, wenn ich jetzt versuche, eine Klasse zu spielen, ich habe die Geduld einfach nicht mehr, mich da hinzusetzen und zu sagen, okay, mach dir eine Webseite auf, lest dir die Rota durch, leg dir die Tasten so, wie deine Rota ungefähr ist, wie du das nutzen müsstest und dann spielst du halt auch dementsprechend. Nein, ich nutze seit Jahren Rotations-Addon, weil ich einfach nicht die Geduld mehr dafür habe, mir einen Guide anzuschauen, mir die Sachen auswendig zu lernen, weil dann merkst du irgendwann so, boah, irgendwie macht mir die Klasse gar keinen Spaß. Und ich muss sagen, dass der Treffsicherheitsjäger in Shadowlands mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und den habe ich auch sehr gerne gezockt. Wobei ich dann wiederum sagen musste, dass der Wächterdruide, den fand ich jetzt so, ja, er war okay. Also er ist nicht mehr so gefühlt wie früher. Klar, alle Klassen ändern sich. Aber manchmal hast du so das Gefühl, dass deine Klassen irgendwie, die du anders kennst, noch von früher. Junge, du darfst gar nicht da fahren. Vollhonk. Du darfst da gar nicht rüberfahren. Weil, scheiß drauf, das ist KI halt. Da hab ich Text vergessen. Achso, ich wollte mal irgendwas anderes gucken.
Sekunde, ich muss mal kurz hier so zack. Dann machen wir den wieder rein. Und dann mache ich ja mal zack. Dann können wir direkt weiterfahren. Ja, muss ein bisschen hier gerade ein bisschen rumpummeln. Weil ich gerade so ein bisschen auch die GPU im Auge behalte, aber die ist halt nicht ausgelastet. Die ich gerade bei 5 GB Speichernutzung, das von 12, das ist relativ wenig aktuell. Bei 54% ausgelastet. Also Video Encoding läuft bei 12%, das ist so. Okay, lass uns eine neue Route finden. Leck mich doch. Ich hasse es. Ich habe mich verfahren. Verdammt, weil ich gerade rüber geguckt habe. Ah, das sind halt so Momente, wo ich einfach sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr weiterzumachen. Weil es mich dann einfach so ungemein nervt, wenn du hier solche Dinge einfach hast, solche Fehler machst einfach. Es geht mir einfach auf den Sack, dass das so schlecht gerade ist von der Performance. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht, warum der so weit runter geht mit der FPS teilweise. Es muss halt am Spiel liegen, es geht ja nicht anders. Weil es ist nicht so ausgelastet. CPU liegt gerade bei 20%, Arbeitsspeicher liegt so bei 48% Auslastung. Ja, und wie gesagt, es sind jetzt wieder 32 drin. SSD-Träger, wo das Spiel drauf ist, liegt bei 1% Auslastung. Die anderen alle 0. HDD liegt bei 5, weil auf der HDD ist die Aufnahme drauf noch, zumindest. Das wird sich jetzt nichts ändern, da kommt eine SSD rein und dann ist das Geschichte. Weil ich glaube, dass die HDD nach 5 oder 6 Jahren so langsam Geist aufgibt. Und das ist dann so ein bisschen gefährlich, weil ich habe da sehr viele Sachen drauf. Und GPU liegt bei 64% Auslastung. Wir spielen ja auf Ultra und ich nehme hier gerade noch nebenbei auf, also verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das dann so schlecht läuft von der Performance hier. Naja, gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Achso, wegen den Projekten, genau. Also Star Wars ist halt durch, das haben wir abgeschlossen. Mad Games ist erstmal durch, das ist abgeschlossen. Life is Strange haben jetzt, glaube ich, noch 2 Kapitel, dann ist das auch durch. Da werde ich mich nächste Woche mit beschäftigen, irgendwann, dass ich das Ganze mache. Dass das fertig ist. Atomic Hearts dürfte, glaube ich, auch nicht mehr so viel sein. Dann ist das auch durch, das Projekt. Bin ich auch ganz froh drum, wenn ich es durchgespielt habe, weil ich glaube, ich werde das DLC dann nicht spielen. Es soll ja noch irgendwie ein DLC kommen oder so. Dann muss ich gucken. Expedition Rom ist dann, glaube ich, noch offen. Kings of Amalur mussten wir abbrechen, weil ich kann das komischerweise nicht spielen. Es geht nicht weiter. Ich werde aber auch, wenn die neue Leitung da ist, werde ich dann aber den PC neu aufsetzen. Ja, ich hätte davor das Fragezeichen holen können. Werde ich den PC, glaube ich, einmal neu aufsetzen müssen. Und dann sollte das alles wieder funktionieren. Dann mache ich einmal alles platt. Muss natürlich vorher Backup machen, ganz wichtig, alle Daten vorsichern. Und wenn wir dann wirklich diese Glasfaserleitung haben, dass das 500 MB sind pro Sekunde oder 1 Gigabit, ich weiß noch nicht, welche Leitung wir holen, dürfte das ja nicht allzu lange dauern, die die Spiele runterzuladen. Ja, die Videos hochzuladen dürfte dann auch kein Problem mehr sein. Also, das wird dann relativ fix gehen, denke ich. Aber ansonsten sollte das eigentlich alles funktionieren, denke ich mal. Das sollte ja dann kein Problem sein. Ja. Was habe ich denn sonst noch so? Lass mich überlegen. Ja, Montags-Updates gibt es weiterhin erstmal. Da gibt es ja jetzt nicht so viel Neues. Es gibt ja ein paar Slot-Sachen im Endeffekt. Diablo 4 läuft aus jetzt am 12. Und ich muss hier rüber, Junge. Das heißt, da wird jetzt erstmal nichts erstmal kommen. Eventuell werde ich die ETS-Folgen dann ab dem Tag laufen lassen, weil ich muss die natürlich jetzt noch schneiden und hochladen. Und dass ich die dann ab da laufen lasse, dann muss ich gucken, wie ich das mit den anderen Projekten mache. Das heißt, was jetzt noch offen ist, würde ich ganz gerne so schnell wie möglich noch fertig machen. Müsste mal durchgucken. Witcher 1 ist zum Beispiel auch noch offen. Das müsste man dann halt auch fertig... Junge, fahr doch einfach rechts links drüber. Meine Güte. Das müssen wir dann auch noch fertig machen und ja, Life is Strange, wie gesagt, das wird nicht lange dauern. Dann haben wir noch das Death DLC. Das geht, glaube ich, auch nur ein paar Stunden, dann ist das auch durch. Dann ist das Projekt komplett weg. Ich bin gerade zu doof zum Reden, man merkt es gerade. Classic werden wir machen bis Level 80 und sobald wir Level 80 sind, ist durch. Wir werden versuchen, mit Level 77 das Gold zusammenzubekommen, aber ich glaube, das haben wir schon zusammen. Dass wir den Kaltwetterflug haben. Dass wir dann auch die Eiskronzitadelle, das Eisgebiet da hinten, wo Arthas herumläuft, mitnehmen können. Das würde ich auch ganz gerne mitnehmen. Aktuell sind wir am Schollerser-Becken. Dann wird es auch einige Projekte geben, die dann wegfallen. Das heißt, die Slot-Anzahl wird erstmal reduziert. Und dann werden es, glaube ich, jetzt erstmal, aktuell habe ich jetzt
Warte, ich muss gucken. Forest. Dann haben wir Star Wars. WoW sind 3. Koop mit Togo sind 4. 4 Projekte? Ich glaube 4 Projekte. Nimm die Ausfahrt rechts. 4 Projekte müssten das ungefähr sein. So, Star Wars. ETS. Forest. Division. WoW, 5. Also es sind noch 5 Projekte. Die kommen und ich denke, das wird auch reichen von der Anzahl her. Das Problem ist halt immer, man hat nicht immer die Zeit aufzunehmen. Togo kann ich jetzt nicht aufnehmen, weil der schmilzt gerade dahin. Weil es draußen so unfassbar warm ist, schmilzt er gerade. Und da ist das Problem, dass er da gerade nicht die Möglichkeit hat, es aufzunehmen, weil das ist zu warm. Und dann ja, kann den Ventilator nicht anmachen, weil der ist zu laut, der kann dann auch nicht aufnehmen. Deswegen fällt Division jetzt erstmal weg, aber sobald das besser wird, an der Nase juckt schon wieder, gerade Allergietablette schon genommen, werden wir da auch weitermachen, ja, mit dem Projekt. Das wird dann weitergehen. Was ich jetzt auch überlegen bin, ist vielleicht, dass wir einen neuen Charakter erstellen fürs Let's Play. Die andere Überlegung ist, jede Klasse einmal hochzuspielen bis Level 60, Dragonfly, könnten wir dann ja weglassen, weil das haben wir schon gemacht. Ja, das heißt, wir werden uns dann Charakter erstellen, werden das dann hochquesten durch die Gegend und ja, dann mal weiter gucken. Dabei, also es gibt halt viele Gebiete, die man sich angucken kann. Legion zum Beispiel. Dann haben wir Battle for Azeroth. Wir haben noch die ganzen alten Gebiete, die man sich halt angucken kann. Einfach nur ein bisschen questen, ein bisschen schnacken. Ruhe da hinten. Und ja, das war es dann im Endeffekt, was wir dann tun. Also ne, so ein bisschen hier, ein bisschen da quaken. Ein bisschen sich die Gegend anschauen. Ich habe, glaube ich, auch viele... Alter! Also sind gerade gar nicht begeistert davon, dass ich das vorschlage. Viele neue Gebiete einfach mal anschauen. Also die alte Gebiete einfach mal anschauen. So ein bisschen, ne, ein bisschen durchquesten. So ein bisschen... Ja, man muss nicht immer Dungeon laufen. Klar, der schnellste Weg ist Dungeon zu laufen. Aktuell bitte links halten. Könnten wir auch EP-Buff mitnehmen, aber ich habe gerade keine Lust auf WoW. Also Retail habe ich momentan null Bock. Ich habe jetzt das fertig gemacht, was wir jetzt noch an neue Story bekommen haben. Am 12. geht es dann weiter. Es gibt viele Klassen, die ich ganz gerne einfach mal spielen würde. Aber das Problem ist halt immer, welche Rasse nimmst du dann? Welchen Namen nimmst du dann? Ich würde dann wahrscheinlich auch viele Charaktere... Gut, hier ist 85. Du darfst auch nicht schneller fahren als ich. Darfst du einen Bus schneller fahren als ein LKW? Nein, ne? Der müsste, glaube ich, genauso schnell fahren dürfen. Also es gibt viele Klassen, die ich vielleicht noch hochspielen würde oder vielleicht ein bisschen zeigen würde. Aber das ist halt auch nicht immer interessant, weil du machst ja immer das Level, du levelst, du gehst questen. Weiß ich nicht. Also ich bin auch überlegen, welche neue Klasse wir spielen für unser Let's Play-Charakter, das ein reiner Let's Play-Charakter wird. Der Todesritter ist wirklich super, er macht Spaß, er macht Laune, er ist sehr stark, muss ich sagen, der Blut-Todesritter ist echt ein super Tank. Und die Klassen, die mir momentan so vorschweben, sind zum Beispiel der Dämonologie-Hexenmeister. Der Schutzkrieger, der Feral-Druide und der Verstärker-Schamane. Das sind so 4 Klassen, die momentan im Kopf schwirren, die ich eigentlich momentan Bock hätte, die einfach mal zu spielen. Problem ist aber, wenn ich jetzt einen Charakter anfange, den jetzt spiele, sei es auch mit der Maranuba, habe ich immer keinen Bock mehr. Das ist halt das Schlimme. Ich verliere momentan einfach so die Lust an diesen WoW-Spielen einfach, wo ich mir denke, wie hast du eigentlich ein halbes Jahr bezahlt, wenn du das nicht spielst? Ja gut, ich spiele Classic. Aber Classic rege ich mich halt auch immer so auf, man merkt halt, wenn du nur Questen gehst und kein Gear hast, du bekommst nichts kaputt. Und das ist halt auch nochmal so ein Punkt, wo ich dann immer so sage, ja, schön ist das nicht schnell, aber was willst du machen? Aber gut, okay. Jetzt komme ich hier runter, droppe ich gerade runter auf 20 FPS. Es ist nichts ausgelastet, hier gar nichts. Überhaupt nichts. Ich verstehe es nicht. Was ist denn ein Problem? Ich verstehe es einfach nicht, warum ich gerade so eine schlechte Performance hier habe. Es muss halt am Spiel liegen. Es geht halt, glaube ich, nicht anders gerade, weil, wie gesagt, es ist nichts ausgelastet, weder CPU, GPU noch sonst irgendwas. Die Aufnahme kann ich auch, glaube ich, wieder umstellen auf das, was ich voreingestellt habe. Die Qualität, glaube ich, ein bisschen besser. Ich muss mal gucken. Da ist übrigens Tee drin. Also diese, also Wasser, Leitungswasser in dem Fall, weil mein stilles Wasser, was ich gekauft habe, leer ist, weil ich es für die Hasen gebraucht habe. Deswegen Leitungswasser. Nein, ich trinke normalerweise Wasser mit Kohlensäure. Kann ich damit aber nicht machen,
Weil da ist das Problem, mache ich da Kohlensäure rein, schüttel das, dann macht das puff. Und da ist nämlich so ein Eistee drin, den man kaufen kann von einer gewissen Marke. Guckt einfach mal bei den Händler eures Vertrauens, bei Aldi, Lidl, Kaufland, da gibt es einen Tee, den man quasi in 500 Milliliter Flaschen reinpacken kann, wie das, wie so einer Trinkflasche. Da macht er Wasser rein, schüttelt das Ganze zwischendurch, das dauert 8 Minuten 10 und das schmeckt richtig geil, wenn das kalt ist. Ich bin leider so doof und habe es natürlich bis oben voll gemacht. Wollen wir mal kurz gucken? Warte. Was das für ein Unterschied ist jetzt von der Wärme her an der CPU, in dem Gehäuse. Er ist nicht mehr so warm wie vorher. Anscheinend hat sich da noch ein Kabel gelöst gehabt. Von der CPU. Ich habe einen Doppelkühler drauf. Also mein CPU-Kühler ist relativ groß. Und da hat sich wohl noch einer gelöst gehabt, ein Kabel. Und das habe ich jetzt gerade auch noch mit angesteckt. Und das sollte jetzt erstmal soweit laufen. Nicht so schnell um die Kurve. Und dann müssen wir mal gucken. Die Tour will ich jetzt noch zu Ende fahren. Ich habe jetzt noch 5 Stunden. Ja, die fahren wir jetzt noch zu Ende. Und dann müsste ich gucken, wie spät es dann ist. Weil ich ganz gerne dann noch... mache ich dann noch irgendwas fertig? Fange ich noch irgendwas an? Ja, ich glaube, ich schneide dann an oder fange dann an, weiter Videos zu schneiden. Dass wir die fertig haben. Nein, ich möchte nichts abonnieren. Danke. So. Dann kann ich das wieder schließen. So. Jetzt fahren wir mal wieder darüber. Es kann auch sein, dass es halt gerade einfach zu viele Effekte sind, ne? Dass das so performance-technisch ein bisschen bescheiden läuft. Aber ansonsten, alle anderen Spiele, die ich jetzt so gespielt habe, war Performance relativ gut. Deswegen kann ich mich jetzt da nicht beschweren. Es hat sich jetzt auch nichts geändert. Wir haben nur dem PC ein anderes Gehäuse eingebaut. Mehr haben wir im Endeffekt nicht gemacht. So, Dude, ich möchte hier rüber. Und ich kann nicht darüber, weil er mir nicht genug Platz lässt. Also muss ich einen Seitenstreifen mitnehmen. Ja, darf man wirklich, wenn du nicht schnell genug auf die Bahn kommst. Wobei ich mir die Videos, die ich gesehen habe, wenn die Leute auf die Autobahn fahren, rechts ist Gaspedal, einfach draufdrücken. Da dürft ihr das. Ja, das ist sinnvollstens, wenn du so eine zweispurige hast, guck, ob einer hinter dir ist, fahr eben drüber, lass die Leute eben drauf und fahr wieder rechts rüber. Fertig. So mache ich es halt auch im Real Life, wenn ich mal Autobahn fahre. Und so viel fahre ich gar nicht. Also relativ selten fahre ich Autobahn. Bin aber dies Jahr schon gefahren. Ich bin jemand, der sagt, ja, was? Geh nach Hagen? In deiner Uni? Fahren zwar ein paar Kilometer, aber es reicht doch. Das reicht ja, waren zwar ein paar Kilometer, aber reicht doch. Ja, müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen was an der Aufnahmeeinstellung umstellen, glaube ich. Aber ja, immer dann dürfte das mit dem FPS auch ein bisschen anders sein. Aber man hört die Musik gar nicht so im Hintergrund, kann das sein? Bei mir ist ein bisschen leiser gestellt. Naja, gut, was willst du machen? Was willst du machen? Ja. Muss da, glaube ich, gleich mal noch ein paar Sachen umstellen. Immer geradeaus. Weil GPU ist jetzt bei 80% Auslastung. Ein Arbeitsspeicher ist auch so bei 50%. Schon krass, dass ETS so viel Speicher einfach frisst. Das ist der Wahnsinn. So, jetzt habe ich es nochmal umgestellt, weil ich will nämlich was ausprobieren gerade. Und das geht halt nämlich ganz gut, wenn ich jetzt gerade das während der Fahrt mache. Das hat sich aber performance-technisch nichts geändert. Ah, nichts. Nö. Ich habe trotzdem immer noch FPS-Drops. Es. Ach, du hatte mich gerade angeschrieben.
So, ja, Skyrim hätte ich auch Bock drauf, werden wir wahrscheinlich dann auch wieder machen. Ja, ich bin gerade so ein bisschen mit Tugo am Schnacken, weil ich habe jetzt, wie gesagt, eine neue Festplatte bestellt für die Aufnahmen-SSD mit 4 Terabyte und die HDD, die kommt dann in den PC von meiner Freundin rein, für die Uni-Sachen und sowas. Und er sagte dann, wenn du halt was Größeres haben möchtest, CPU-technisch und so, müsstest du dann doch dann das Motherboard tauschen. CPU werde ich aber, glaube ich, erstmal nicht wechseln. Die haben die, glaube ich, jetzt erst letztes Jahr geholt, deswegen da werde ich erstmal nicht wechseln, das reicht. Aber ich glaube, ich muss die Aufnahme nachher nochmal so ein bisschen umswitchen, umstellen. Das werde ich aber nachher für Supports dann machen. Wir werden die Tour jetzt zu Ende fahren, damit ich das jetzt hier nicht immer durcheinander bringen muss. Aber er nimmt sich schon ordentlich, ne, wenn ich das so sehe. Er nimmt jetzt mit 53.000 Mbits auf. Also Kilobits. 66.000, weil ich habe das jetzt wieder umgestellt auf was anderes. Er nimmt das schon ordentlich auf, ne, so. Muss ich, glaube ich, noch mal ein bisschen umstellen, das Ganze. Dann den richtigen Wert wieder zu bekommen. Weil das, was ich vorher drin hatte, war schon nicht schlecht. Die Idee ist gar nicht so schlecht, dass der halt immer auf C-Kopie gehen will, dass du halt nehmen, wie viel er gerade braucht in dem Moment. Das Problem ist halt immer, er springt halt sehr viel und du weißt halt nie, wie groß die Dateien am Ende werden. Und das ist halt das Problem. So kann ich halt so zum Beispiel mit einer VBR sagen, nimm 40.000 auf, durchgehend. Oder eine CBR machst du auch 40.000 durchgehend. Geht natürlich auch zum Beispiel. Weil das dann wesentlich... Ja, ich weiß, ich muss mein Bad nachher waschen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts muss danach so ein bisschen umstellen. Rechts. Gleich mal. Dass man halt, also wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, da wir so ein bisschen FPS-Drops haben aktuell. Wir liegen jetzt so bei 50. Bitte rechts halten. Liegt das wahrscheinlich mit an den Pro-Mods, die halt sehr viel fristen aktuell. Und an dem Wetter, was er gerade rendern muss, bearbeiten muss. Wie gesagt, CPU, GPU sind nicht ausgelastet, da ist gar nichts null, nada. Da ist nichts nada, das sollte eigentlich reichen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Bitte links halten. Soll ich dann nur mal gucken, wenn ich das umstelle mit der Aufnahme, wie das dann ist. Aber das werde ich gleich nach dem Stream testen. Wie wir das dann haben, wie das am besten ist mit den Settings. Muss ich mal Looky Looky machen nachher. Aber ansonsten habe ich jetzt auch nicht wirklich was zu quatschen. Wir haben jetzt noch 3 Stunden. Ja, fahren wir 3 Stunden mal eben, ne? Tour weg, dann werde ich mir gleich was zu essen machen. Ich habe nämlich Kohldampf. Und dann werden wir mal gucken. Dann Niedersachsen. Könnte ich ja ein paar Leute besuchen. Ich glaube, der Polak kam aus Niedersachsen. Emi, glaube ich, auch. Heike kommt auch aus Niedersachsen. Also keines Weibes Knecht. Schöne Grüße an der Stelle. Der kommt auch aus Niedersachsen. Und haben wir die nochmal besuchen. Die drei. Oder kam Polak aus Sachsen-Anhalt? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher, wo genau der herkam. Suchen wir die Leute auch mal. Mir schön Scania. Scheiß Wetter mitgebracht. Ja, aktuell ist es draußen so. Ja, ich sag mal so heiß, so schwül warm. Und dann einfach mal die Leute besuchen. Warum nicht? Kann man mal machen. Ne? Das kann man mal machen. Ich sag ja, Performance irgendwie ist das heute so. Performance technisch irgendwie ziemlich beschissen heute. Ich weiß halt nicht warum. Aber wie gesagt, ich werde so, wenn wir die neue Leitung haben, werde ich den PC einmal komplett killen. Dann werde ich einmal alles neu aufsetzen. Komplett formatieren, alles einmal das neu machen und dann werden wir alle Spiele wieder draufschmeißen. Und dann werden wir mal gucken, wie gut das Ganze dann läuft. Ich denke, dass die 500 MB eigentlich reichen sollten als Download. 1 Gigabit wäre natürlich auch nicht schlecht. Das Problem ist halt einfach, wir zahlen 80 Euro im Monat. Für die 500 MBits würde ich 40 zahlen. Ein Upload hätte ich jetzt 100 mit 500 MB, also 100 MB pro Sekunde und bei 1 Gigabit hätte ich 200 MB Upload. Wobei ich jetzt sagen muss, es würde sich dann wirklich nur lohnen, wenn ich anfange, die Streams wirklich vollständig hochzuladen. Wenn da so ein Video, ich sag jetzt mal 80, 90 Gigabyte ist,
So bei 4-5 Stunden. Also Star Wars zum Beispiel gestern, das waren 5 Stunden noch, die ich jetzt noch schneiden muss. Deswegen sagte ich, ja, ich mache die Tour jetzt noch zu Ende. Und fange dann an zu schneiden. Das waren so 5 Stunden. Das sind, glaube ich, 30, 40 Gigabyte. Und wenn ich dann 200 MB pro Sekunde hätte, was ich hochladen könnte, das ist immer so, könnte, ja, wäre schon lecker. Deswegen, keine Ahnung, ich muss gucken, wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir da noch keine Gedanken drum gemacht. Weil was ich jetzt nicht habe, kann ich nicht planen. Das ist halt das Ganze. Ich kann zwar den Rest meines Lebens planen und überlegen, was ich in 3-4 Wochen machen könnte. Würde mir nichts bringen, wenn ich nächste Woche ins Gras beiße. Ja, also es kann immer so grob für eine Woche planen. Mit manchen Sachen. Auf der anderen Seite, ja, muss ich halt immer gucken, ne? Macht das Sinn, so zu planen? Wie gesagt, ich bin jetzt echt überlegen, ob wir Atomic Hearts mit reinnehmen, Star Wars jetzt erstmal verschieben, Atomic Hearts jetzt erstmal fertig machen. Und wenn das fertig ist, dass wir hier die Star Wars mit reinnehmen, dass wir das weitermachen oder wirklich sagen, machen 2-2-2. Das müsste ich mir halt auch überlegen. Es wäre natürlich sinnvoller zu sagen, 2 Tage WoW, 2 Tage Atomic Hearts, 2 Tage Star Wars Survivor. Weil ich habe da bei dem anderen, geht jetzt schon bis Ende des Monats aktuell. Und ich habe noch nicht alles geschnitten. Ich muss natürlich auch noch Thumbnails machen und so weiter. Aber ich bin jemand, der sagt, ich habe lieber genug Vorlauf, um Sachen anzufangen. Ich sag mal so, ich habe jetzt das Spiel fertig, das geht jetzt bis August. Fange danach hier die Survivor an. Das geht vielleicht bis Ende Dezember zum Beispiel. Dann kommt jetzt noch die Assassin's Creed-Reihe. Das heißt, bis September muss ich viele Projekte wie möglich fertig haben. Und Assassin's Creed weiß ich auch noch nicht, wann wir das machen, wie wir das machen, wegen dem Internet und so weiter und so fort. Ich würde eigentlich schon ganz gerne Ende Oktober, also Ende August, eine Fresse, mit Assassin's Creed anfangen. Und dass wir direkt am 1. September die erste Folge auf YouTube haben. Meine Überlegung war jetzt schon zu sagen, wir fangen im August an. Fangen im August an. Und im September bekommt ihr die erste Folge. Macht wenig Sinn, weil da müsst ihr einen Monat drauf warten, bis es auf YouTube verfügbar ist. Ja, macht natürlich dann auch wenig Sinn. Die andere Überlegung ist zu sagen, wir machen das Ganze 4-mal die Woche. Und ihr bekommt den kompletten Stream. Problem ist, aktuell mit der Leitung dauert das zu lange. Also muss ich gucken. Habe ich bis September, also in diesem oder nächsten Monat meine neue Leitung oder habe das alles soweit fertig, dass ich das nutzen kann, könnte ich dann sagen, wir machen Assassin's Creed komplett auf YouTube. Das heißt, auf Twitch wird das komplett wegfallen. Oder wir machen das so, wir streamen es auf Twitch und laden es auf YouTube hoch. Der YouTube-Kanal ist immer noch ein Archiv, auch wenn es nicht drin steht. Ich habe viele jetzt gesehen, viele Kanäle, die ich jetzt auch so mir vorgeschlagen worden sind, wo ich mal reingeguckt habe, dass die Leute alle Zweitkanäle haben und ihren Hauptkanal brach liegt. Das heißt, da kommt nichts mehr im Endeffekt. Und ich denke mir dann so, für mich ist es schon schwierig genug, einen Kanal zu gestalten. Warum soll ich zwei machen? Macht keinen Sinn. Also werde ich das, was ich jetzt aufnehme, weiterhin auf dem Kanal laufen lassen, weil es ist immer noch Gaming. Es ist kein Podcast, es ist kein Travel Outdoor Gedönste, keine Ahnung, was es da gibt. Es sind ja viele YouTuber, die ich auch gucke und viele haben jetzt gesagt, die wollen etwas Zusätzliches machen, können sie aber nicht mit dem Kanal machen, weil einfach dann YouTube sagt, Algorithmus so, ja, hast Popo-Karte gezogen. Und ich denke mir dann so, ich bleibe bei der Schiene, die ich jetzt mache. Warum soll ich etwas Neues anfangen, wenn ich die Zeit nicht dafür habe? Und das habe ich aktuell auch gar nicht. Ich habe jetzt 12 Tage am Stück habe ich jetzt durchgearbeitet. Und ich hätte mir den einen Samstag hätte ich mir schenken können in der Frühschicht, weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, mit den Sachen hinterherzukommen, weil das Material ist zwar da, aber wir haben nicht genug Personal. Es sind Sommerferien, es sind viele Leute im Urlaub, fahren zu ihrer Familie, Verwandten, ins Ausland, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, weil ich habe nichts von dem, was die Leute da machen, zu tun. Ich bleibe jetzt einfach auf der Spur, weil ich möchte links rüber. Und der Dude lässt mich einfach nicht links rüber. Gut, lass mich rüber! Ja, dankeschön. Das natürlich im Real Life nicht machen. Ich hätte abbremsen müssen und mich hinter ihm einreihen sollen. Und also viele Sachen, also viele Leute sind halt nicht da, bei uns, also generell jetzt ist so Sommerferien,
sind so gefühlt 50% der Mitarbeiter nicht da. Und es sind jetzt, geht jetzt halt durchgehend weg, ne? Die ersten fangen an mit ihren Kindern, die jetzt Kinder haben, die noch schulpflichtig sind. Die sind 3 Wochen nicht da, die ersten 3 Wochen. Dann kommen die nächsten, die 3 Wochen nicht da sind. Dann kommen die Leute, die keine schulpflichtigen Kinder haben, in Anführungszeichen. Die gehen danach 3 Wochen in den Urlaub. Dann kommen halt die Leute, die halt nach den Leuten erst in den Urlaub gehen und irgendwann Ende Oktober, Anfang November kommt der kleine Mordi und sagt, ich bin da mal eine Woche im Urlaub, ciao. Und dann habe ich wieder Dezember, Ende Dezember eine Woche Urlaub, beziehungsweise ich habe dann Betriebsferien mit drin, das heißt, ich habe 2 Wochen Urlaub. Und ich mache meinen Urlaub immer so, dass ich den aufs ganze Jahr verteile. Das heißt, im März habe ich Geburtstag, das heißt, März nehme ich Urlaub. Macht natürlich dann auch Sinn. Wer geht dann schon freiwillig auf seinen Geburtstag arbeiten? Also man muss es natürlich, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Dann ist das eine andere Geschichte. So, das heißt, im März habe ich nur ich Geburtstag, sondern auch der Togo hat im März Geburtstag. Und wir versuchen immer den Urlaub dann so zu legen, dass wir beide Urlaube abdecken können. Also beide Geburtstage abdecken können. Das klappt nicht immer, aber nächstes Jahr wird das definitiv klappen. Da haben wir schon geguckt, das dürfte funktionieren. Je nachdem, wie ich den Urlaub dann auch gelegt kriege, ob ich das genehmigt kriege. Das ist nämlich eine andere Geschichte. Und dann dürfte das auch funktionieren mit den ganzen Sachen, wie ich mir das Ganze vorstelle. Nächstes Jahr habe ich auch schon so grob meinen Urlaub geplant, wie ich das Ganze haben möchte. Ich muss es mir noch aufschreiben. Die Frage ist halt, ob ich das auch so kriege. Ich möchte immer noch hier rüber. Ich hoffe, dass das so eine Doppelspur ist. Und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Und dann hätte ich da nämlich dann auch Urlaub. Dann habe ich den Urlaub so gelegt, dass ich es über das ganze Jahr verteilt habe und nehme sogar ein paar Brückentage mit, beziehungsweise rechts. Feiertage mit. Ich darf mir einen Brückentag aussuchen. Der hängt davon ab, welche Schicht ich habe. Wenn ich jetzt sage, ja, weißt du, da ist jetzt Feiertag, wie im Oktober, da gibt es ja den Feiertag, da habe ich diese Woche, habe ich in der Woche Spätschicht. Dann ist mir, dann gehe ich auch, sage ich, okay, ich gehe arbeiten, ist nicht schlimm, gehe ich arbeiten, ist kein Problem. Wenn ich allerdings dann Frühschicht gehabt hätte, die gesagt, nee, ich bleibe doch zu Hause, ich stehe doch nicht morgens auf. Was natürlich auch dumm ist, weil du hast natürlich den Tag, du hast natürlich wesentlich mehr vom Tag. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass du dann wieder an dem Abend früher ins Bett musst. Das heißt, du kannst gar nicht so viel machen. Wenn du aber dann Spätschicht hast, ist das Problem, du bist bis abends am Arbeiten. Dann hast du dann natürlich das Ding, dass du erst spät abends zu Hause bist, so ab 11 Uhr, dann hast du natürlich den ganzen Nachmittag nicht mehr, dafür hast du den Vormittag. Aber Spätschicht ist generell scheiße. Und hast dann den kompletten Tag und du kannst später ins Bett gehen, weil du kannst ja später aufstehen dann. Fängst später an und dann hast du sowieso danach die Tage wieder, die ganze Woche, restliche Woche Spätschicht, deswegen würde das sogar passen. Ja, deswegen, das ist immer so eine Ansichtssache. Ich bin jemand, der sagt, Dreischichtsystem brauche ich nicht mehr, ich will das nicht mehr machen. Einfach, weil ich es jetzt viel zu lange gemacht habe schon und ich einfach merke vom Körper auch her so, es zerrt an den Nerven. Ja, Kontischicht weiß ich nicht, ob das besser ist. Viele, die ich gefragt habe, die sagen, ja, Kontischicht ist besser. Biege nach rechts ab. Müsste ich ausprobieren. Aber ich habe jetzt schon, genau wie gesagt, ich habe jetzt auch schon 12 Tage das zweite Mal durchgearbeitet. Und da habe ich auch schon gemerkt, Kontischicht ist nicht unbedingt die beste Idee. Ja, also, ne, du hast Frühschicht, gehst direkt in die Nachtschicht rein, du fühlst dich so platt, kaputt, müde, fertig. Soll den hier reinfahren? Das kann ja lustig werden. Biege nach rechts ab. Nur ich komme da rechts gar nicht rein. Ist dir schon bewusst, ne? Ach nee, warte mal. Ich muss den vorwärts reinfahren. Was? Euer Ernst? Euer Ernes? Aber wie soll ich denn da reinkommen? Es geht so nur über das Tor, ne? Ja. Das, was ich jetzt mache, ist im Real Life auch ziemlich gefährlich. Ich glaube, das wird keiner machen. Ich würde normalerweise selber einparken, aber das habe ich gerade, keinen Bock drauf. Das ist halt der einfachste, ne, zum Einparken. Ich hätte eigentlich auch drehen können und sagen können, hier, pass auf, ich fahre andersrum rein.
Weil kriege ich den hier unten gedreht? Kriege ich nicht gedreht, glaube ich, ne? Mach das jetzt einfach mal so von der Kamera her, weil ich jetzt keine Lust habe, das von der anderen Kamera zu machen. Aber da eine iPack, da finde ich jetzt nicht so schön, dass man da so ein Ding hingemacht hat. Man hätte das Holz davon ruhig wegmachen können. Aber die Einfahrt so ein bisschen anders gestalten können, dass du da ohne Probleme reinkommst. Aber wir sind ja drin, ne? Meckern auf hohem Niveau wieder. Aber wir haben es ja geschafft. So. Level 15. Was nehmen wir denn mal? Hochwertige Fracht. Haben wir eigentlich alles freigeschaltet. Wir machen mal Fernfahrten voll. So, dann mache ich hier die Folge einmal aus.